Hey Leute, weiter geht's hier mit Dead Space, wo ich gerade unterwegs bin, um die DNA-Probe zu scannen, die wir hier im letzten Teil bekommen hatten, weil ich da auch an einem Shop vorbeikomme und hoffentlich auch an der Bank, weil ich würde ein paar Sachen ganz gerne ins Lager legen, um mein Inventar ein bisschen zu entlasten und ein paar Sachen verkaufen. Genau, dann gehen wir mal hier lang. Das ist zwar ein relativ weiter Weg. Oh mein Gott. Schon wieder hier. Ich glaube, hier bin ich falsch. Aber die Dinger sind wieder gefüllt. Das finde ich ja gut. So, wir sind hier bei einer Bank. Wir hatten ja, glaube ich, ein oder zwei Knoten jetzt. Zwei sogar. Genau, da kann ich ein bisschen was upgraden. Luft, Luft. Anzug. Stasedauer. Jo. Was haben wir sonst noch? Ja, das ist... Weil man andauernd neue Waffen findet, finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen... schwierig, hier irgendwie zu sagen, man, ich meine, der ist so die Standardwaffe hier, die man eigentlich für alles verwenden kann. Vielleicht sollte ich mich mal erkundigen, welche Waffe man hier am besten leveln sollte. So. So. Ich glaube, ich muss da durch. So. Oder? Ja. Genau. Und jetzt renne ich dann an dem Shop vorbei wahrscheinlich. Lebt ihr noch? Keine Ahnung. Bin ich noch flüchtig? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du bist doch hoffentlich tot, oder? Genau, hier wollte ich hin. Für die Strahlenkanone kann ich hier was kaufen. Ich werde das nie schaffen, hier den Anzug für 20.000 zu kaufen, ganz ehrlich. So, was könnte ich jetzt noch auslagern? Achso, nee, ich kann hier diese Dinger verkaufen. Oh, ich habe doch hier irgendwie... Sehr cool. Komme ich tatsächlich ins Grübeln hier? Ob ich mir nicht den Anzug holen soll? Was habe ich noch im Lager, was ich verkaufen kann?
Kauf mal ein Sauerstoff-Dings. Und so ein Stase-Dings. Ich würde mir nämlich gerne noch ein... Gut, wir kaufen uns den Anzug. Mehr Rüstung und mehr Slots sind gar nicht schlecht. Was war jetzt das? Wollte da mit mir noch einer in die Kabine, oder was? So. Was ist das da unten? Das wird hier immer mitgeschleift, oder? Oh, dann können wir nämlich noch ein Gesundheits-Dings kaufen. So. Was kann ich denn jetzt noch ins Lager legen? Das Ding. Ich habe im Moment genug Plätze. Ich lasse das jetzt mal so. Gut, und schon habe ich wieder vergessen, was ich eigentlich wollte. Gewebeprobe wollte ich untersuchen lassen. Genau. Und wir stiefeln weiter. Wohin? Ah, ich muss zurzeit irgendwie immer gucken, wo wir hin müssen, weil was war das? Die hört man aber auch nicht kommen, oder? Ey, gleich lade ich hier nochmal den Spielstand neu. Ich habe die Errungenschaft freigeschaltet. Na super. Hey, was für eine hibbelige Tür. So. Mal schön langsam. Hauptlabor, genau. Hallo, Tür. Hier kann man doch sicher irgendwas untersuchen lassen. Irgendwie sieht es gar nicht so danach aus. Wo sind denn hier... Ach doch, hier war ich schon mal, wo es dann hieß, ich muss eine Gewebeprobe haben. Genau, wo war denn das? Das war hier hinten irgendwo, oder? Oder unten? Das könnte auch da unten irgendwie gewesen sein. Ich gucke mich aber hier nochmal um. Vielleicht finde ich ja noch irgendwelche tollen Sachen. Sieht aber hier irgendwie nicht so aus. Hier drin noch irgendwas? Nee. Gut, dann fahre ich da mal nach unten. Ich glaube, das war da unten. Ich will da nicht andauernd hier den Zielmarker bemühen. Ich muss auch mal was selber finden. Umkleideraum. Da finden wir sicher irgendwie tolle Sachen. Speicherdings. Ohne Bank. Speicher mal. Äh.
Zentrum für biologische... Oder muss ich doch da rein? Nee, doch da draußen, genau. So. Wo genau war das jetzt? Bin mir nicht mehr sicher, aber wir waren da schon mal. Also hier sind nur Waschräume. Es gibt doch gar nicht, finde ich das jetzt nicht mehr. Genau da. DNA-Analyse wird gestartet. Übereinstimmung gefunden. Brand Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7, eingetragener Arzt. Dr. Chalice Mercer. Warnung. Schwere DNA-Anomalien gefunden. Rig-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris, was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem Rig-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Finde Harrys Bett auf der Intensivstation. Auf der Intensivstation? Hm, wieso müssen wir da jetzt auf die sein Bett finden? Hm. Nee, müssen wir da wieder hoch wahrscheinlich. Die Intensivstation war ja auch so ein angeranztes Ding. Zur Monorail-Wartung. Achso, das muss ich wieder einschalten, dass ich dahin will. Intensivstation. Halt. Wir finden das Bett. Auch da lang. Okay. Gut, gut, gut. So, ich... Ein paar Sachen finden hier wäre aber mal nicht schlecht. So. Munition oder so. Da trommelt jemand da die Tür. Ich lasse hier niemanden mehr raus. Wenn ich mir jetzt umdrehe, dann kommt hier einer rausgesprungen. Garantiert. Muss ich hier rein? Nee, da rein. Hä, aber die hat mich doch hier rausgeschickt, dachte ich, oder? Lass mir nochmal auf die Karte gucken. Da und dann die Treppe runter? Treppe runter. Hm? Okay. Gut, dann gehen wir hier mal. Was? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh Leute, was ist jetzt hier schon wieder los? Ah nee, jetzt kommt hier noch so ein Ding angerannt. Oh Gott. Ah. Oh.
Jetzt hüpft er mit mir hier auf den Lift, oder? Oh. Oh, ich habe keine Munition mehr. So. Was ist hier los zum Henker? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Dann fahren wir hier mal runter. Hier oben komme ich ja irgendwie nicht weiter. Es ist alles abgeriegelt hier. Ja, irgendwie. Nix. Ah, geht das wieder los mit diesen kleinen Viechern? Ja, ist jetzt hier mal eine Ruhe. Wieso geht das hier? Meine Güte. Wo komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Oh. So. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht genau, wie ich hier wieder rauskomme. Straße voll. Gib mir hier mein... Links was, ich soll hier hochfahren. Aber wie kann ich diese Quarantäne wieder abschalten? Also das ist mir jetzt irgendwie nicht so ganz klar. Ich scheine irgendwas übersehen zu haben hier. Da hinten ist eine Tür offen. Oh, okay, gut. Hier. Nee. Ich höre schon wieder Trapsen hinter mir. Kleines Ding hier. Ah. Quarantäne ist abgeschaltet. Quarantäne aufgehoben. So, gut. Gucken wir nochmal. Igitt. So, wo muss ich hin? Mittlerweile... völlig vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Zur Intensivstation muss ich, glaube ich. Oh. Weiter geht's. Wieso? Gehen die Türen hier so langsam auf? Nicht zu schnell und mein PC zu langsam. Bild gegen die Diagnostik. Krankenstation. Dahin? Klinik, okay. Gedärme, so. Oh. Komm nur her.
Schnitzel. So. Jetzt habe ich keine... keine Munition mehr. Überhaupt sieht es hier schlecht aus mit meiner Munition. Also diese Viecher sind ja echt... Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wieso sind hier schon wieder die Lichter aus? Ach, ich traue mich überhaupt nirgends hier rumlaufen. Wo muss ich denn hin? Da irgendwo hin? Ah, nee, den Aufzug nehme ich jetzt nicht. Vermutlich muss ich da wieder hier... Notfallaufnahme? Ich dachte, ich muss schon wieder diesen Energieknoten da umbasteln. Oh. Ach, der explodiert und dann kommen diese kleinen Dinger da raus. Kann das sein? So, und ich habe hier nichts mehr an Munition. Ich muss erst gucken. Vielleicht habe ich noch wieder was gefunden. Hey, das schaut so mau aus hier. Ah, okay. So, wo muss ich denn hin? Geradeaus, okay, das werde ich noch schaffen. Das werde ich noch schaffen. Tür auf. So. Spielen. Was aktivieren wir hier Schönes? Hologramme. Okay. Wir speichern mal, obwohl das hier kein toller Punkt zum Speichern ist. Ziel inaktiv. Untersuche das Erzlager. Hä? Aber wir müssen ja erstmal ein Bett suchen hier. Wieso habe ich jetzt das abgeschlossen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Moment, ich hatte doch die Nebenmission hier eigentlich. Vorsicht, sie fehlt. Mercer hat ein regenerierendes Monster erschaffen, das er Jäger nennt. Ich muss wissen, wo die... Ich weiß nicht, wie ich zum Abbaudeck kommen soll. Ach so, diese Aufzeichnung hat mir das jetzt irgendwie verraten. Oh je, oh je, oh je. So, was
haben wir hier Schönes? Ein Textlog. Patientenlogbuch. Patient Harris. Ah, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ich habe halt kaum mehr irgendwelche Munition. Ah, mit was kann ich denn das? Halt. Ich nehme noch mal den hier rein. Und da habe ich wenigstens ein bisschen Munition noch. Wo seid ihr? So. Ich glaube, das ist Verschwendung von Munition hier. Hier haben wir noch einen Kasten. Freigabe bestätigt. Kredits, ich brauche hier. Okay. Ich brauche einen Medipack und keine Kredits. Oder habe ich hier einen Shop in der Nähe irgendwie? Nicht wirklich. Doch, da drüben. Okay. Ausrüstungslager. Ich guck mal, ob sich hier wieder was mit materialisiert hat. Nein, leider nicht. Leider nicht. Dann gehen wir mal hier lang. Oder vielleicht nochmal hier kurz gucken. Oh nein! Geh mal hier raus! Oh mein Gott! Aber nee! Mach die Tür auf! Ja, genau. Ah. Oh Gott, und ich bin schon wieder fest hier. Meine Gesundheit sieht ja aus. Ich befürchte, ich bin jetzt irgendwie ganz lost. So, wo kann ich denn hier? Muss jetzt alles absuchen, vielleicht? Kann ich ja noch irgendwie was aufsammeln, aber so wie das hier aussieht, eher nicht. Gehe hier auf dem Zahnfleisch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Intensivstation, Sauerstoff. Der ist voll. Okay. Keine Medipacks, keine Munition, kein nix. Und Schiss in der Box. Und ich habe das Gefühl, ich renne hier irgendwie im Kreis rum. Ich bin noch nicht... Mein Gott, Tür, geh auf!
Na. Soll ich jetzt mal speichern? Naja, gut. Also wenn ihr irgendwie gezeigt kriegen möchtet, wie man unelegant durchs Spiel läuft, dann seid ihr bei mir genau richtig. So. Hallo. Ja, ich bin im Kreis gelaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, muss ich hier lang? Ja. Okay, ich muss wieder zur Monorail zurück. Oh nein. Wenn der mal rennen würde? Ja, renn doch mal. Zum Henker. Das ist hier echt irgendwie. Immer wenn der. Wenn es drauf ankommt, dann. Ah. Muss ich hin? Nein. Ja. Nee, ich muss hier wieder raus. Oh, nee. Ach, ja, das war ja so klar. Das war ja wieder klar. So, ich versuche jetzt hier gefühlt seit einer halben Stunde hier irgendwie da unten durchzukommen. Und das Spiel verarscht mich hier so ein bisschen. Weil das Gegner und Gegenstände, an denen man hängen bleiben kann, erst spät nachlädt. Und ich dadurch irgendwie... nicht so wirklich hier durchlaufen kann. Jetzt lauf mal! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Okay, ich bin durch. Hey, dieses Spiel macht mich fertig, Leute. Nicht nur, dass ich... Ach, hier ständig das Gefühl habe, ich bin... am Rande meiner Kräfte und Nerven. Dann lädt das Spiel auch sein Zeug nicht schnell genug nach. Gut, vielleicht liegt es an meinem PC, was weiß ich, keine Ahnung. So, wir brauchen alles. Habe ich was im Inventar, was ich verkaufen kann? Nee, nicht wirklich. Also, wir kaufen uns erstmal Gesundheits... Ja. So. Hilft ja nichts. Ich brauche Gesundheit. Hey, ich habe doch jetzt... Ich habe doch zwei Medipacks gekauft, oder nicht? Ja? Ach so. Okay. Tropfen auf den heißen Stein. Wir speichern vorsichtshalber mal. So, wo muss ich hin? Dahin. Geht das wieder los hier?
Oh nee. Oh. Medipack wäre mir lieber gewesen. Medizinische Güter. Da gucken wir jetzt noch mal rein. Sieht aber nicht so aus, als könnte man... hier irgendwie noch was freischaufeln, oder? Liegt hier noch was rum? Ich bin hier irgendwie völlig lost, was im Moment die Mission angeht. Ich bin hier nur im Verzweiflungsmodus und versuche irgendwie noch... ich bin sogar auf dem richtigen Weg. Irgendwie noch an Munition oder sonst was zu kommen. Ich stelle mich wahrscheinlich auch blöd an. Freigabe bestätigt. Ja. Nee, komm hier nicht. Ach, es ist auch noch ein Viech dahinter. Wieso kann ich das da nicht rüberschieben? I need that! So. Geh die Tür wieder zu! Na komm nur her, wer immer du bist. Wo bist du? Wo bist du? Keine Ahnung. Ah. Das ist doch mal hier eine gute Ausbeute. Wo ist dieses Ding? Ich höre es doch. Na, ist mir jetzt auch egal. Da ist es. Ach. Hier noch irgendwie was machen? Leute, ich sag's euch, wenn ihr nicht so Shooter erfahren seid, spielt dieses Spiel nicht. Ich bin hier im Verzweiflungsmodus. Hey, immerhin kriegt man hier was. Wow. Und schon wieder diese Musik. Als ob das andere nicht schon nervenaufreibend genug gewesen wäre. Ah. Reich an. Bank. Ich glaube, ich habe aber keinen Knoten gefunden, oder? Glaube ich nicht.
Nee. Diagramm erweitert. Was könnte ich denn da Schönes... Na, so toll ist das Diagramm aber jetzt auch nicht. Okay, wir gehen wieder Zug fahren. Auch nochmal. Was sammeln. Aber nicht. Okay. Gut, dann fahren wir jetzt mal irgendwo hin. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen Munition kaufen sollen. Ich muss gar nicht fahren? Na super. Okay, ich muss gar nicht fahren. Dann geh mal da rein. Hydrostation. Badezimmer. Da findet man doch auch manchmal Sachen, oder? Badezimmer. Aber ich glaube, das habe ich schon alles ausgeräumt. Manchmal gibt es aber ja hier neue Sachen. Da füllen sie das wieder auf. Hier leider nicht. Schade. Schade, schade. Speichern. Stase. Auch voll. Oh, ich speichere sicherheitshalber mal. Lieber einmal zu oft. So, wo muss ich hin? Da lang, okay. Verschlossen. Schade eigentlich. Frachtraum. War ich hier schon mal? Ah doch, ich glaube, ich war hier schon mal. Das ist so halb draußen. Ja, hier habe ich schon Sachen leer gemacht. Okay. Kralle gelöst. Wieso muss ich hier außen rumlaufen? Zur Hydrostation. Gibt es da nicht einen anderen Weg? Offensichtlich nicht. Okay, dann rein in die gute Stube. Isaac, wenn du in der Nähe der Hydrostation bist, überprüfe deine Helmfilter. Diese Luft darfst du nicht einatmen. Ja, ich hab's gerochen. Das ganze Deck verrottet. Ich habe riesige Masse im Lebensmittellager geortet. Die kann man unmöglich angebaut haben. Könnte die Quelle des Giftgases sein. Dieser Patient auf der Krankenstation. Er sagte etwas über ein Enzym. Vielleicht ist noch ein Arbeitsplatz in Betrieb. Ja, ich gehe gucken. Ich gehe ja... Buch der Hydrostation. Dr. Elizabeth Cross. Mit intakten Sprinkleranlagen fahren wir beinahe maximale Kapazität. Die Flora gedeiht prächtig, wir haben einen Nahrungsmittelüberschuss produziert. Der Überschuss wurde verpackt, damit wir ihn in die Kolonie schicken können. Aber Captain Mathias hält sich strikt an sein Flugverbot. Das ist lächerlich. Ich reiche Beschwerde ein. Aegis 7 benötigt dringend Hilfe. Was könnte etwas frisches Obst schon anrichten? Erstelle das Enzym. Hier kann ich eine Abriegelung aufheben. Ist das so gut? Abriegelung aufheben heißt ja immer, dass irgendwelche Türen geöffnet werden und irgendwelche Viecher hier
springen. Aus dem Klo. Oh Gott. Wie hier aus dem Klo. Lebst du noch? Kommen die aus dem Klo gesprungen? Meine Nerven. So. Oh, hier gibt's aber einiges. Credits. Okay, gut. Kann ich ein bisschen was kaufen dann? Ich hoffe, so schnell muss ich nicht wieder einen Anzug kaufen, weil der hat ja richtig viel Geld gekostet. Ist da jetzt was durchgelaufen? Das ist ein Aufzug. Okay. Oh, Blümchen. Sieht aber nett aus hier. Ich glaube, das gibt sich bald. Ja. Eigentlich sieht es hier gar nicht so schlecht aus. Aufnahme. Hier ist Dr. Elizabeth Cross. An alle Überlebenden. Kehren Sie um. Kehren Sie um, ja. Alles ist weg. Hey, es ruckelt wieder. Martine. Alle tot. Das Monster. Bitte, gehen Sie. Bringen Sie sich in Sicherheit, wenn ich es irgendwie töten kann. Jacob, wenn du das hörst, ich muss es versuchen. Okay, ich habe also eine Waffe noch im Inventar ohne Munition. Ne, ein bisschen Munition habe ich ja noch. Okay, gut. Also das sieht, glaube ich, schlecht aus da drin. Aber wir haben immerhin hier eine... ein Shop und hier haben wir noch ein bisschen Zeug. Gut. So, aber wir speichern hier und ich lasse es mal gut sein für diese Folge. Ich bin ja einige Male beim Ausprobieren hier da durchzukommen, da unten gestorben. Das habe ich zwar rausgeschnitten, aber ich wische mir jetzt trotzdem den Schweiß von der Stirn und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit reinschaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.